Es gibt ein Raider-Lager, das etwas lästiger ist als die anderen. Sie haben unersetzliche Werkzeuge gestohlen, die ich seit einem, die ich seit dem ersten Jahr der Pfahlkriege besaß. Ich will sie wiederhaben, denn sie bedeuten mir sehr viel. Sie erinnern mich an frühere Zeiten. Hol sie dir und lade sie für mich beim APS-Kasten ab. Ich bezahle dich auch für deine Mühen. Dafür gibt es nämlich auch wieder eine Mordbox. Los, Mordbox. Die Dinger schlagen sich nicht selbst. Eine Mordbox gibt's dafür. Yay. Chilla. Echt jetzt? Was stehen die da einfach so rum? Ach so, da steht da noch einer rum. Tschüss. Ja, das ist schlecht. Hast du recht? Hast du recht? Ah, der Weg ist mir zu weit. Da oben schon wieder. Aussichtspunkt. Hix. So, da ist die Kiste. Besorgen wir ihm mal sein Werkzeug. Zap. Okay. War's das? Ja, das war's. Autsch, Beine gebrochen. Miep, miep, miep. Das war eine kurze Nebenmission. Dafür gibt's eine Modbox. Nicht schlecht. Vor allen Dingen sind in diesen Modboxen auch die ganze Zeit grüne Mods drin und nicht immer nur diese weißen Kackmods, die man so findet. Und diese Kackmods, die kann man ja einfach wegschmeißen, weil bringt ja eh nichts, die zu benutzen. Und so arbeiten wir auch mal ein bisschen. Danke für deine Hilfe. Ja. Ich habe höchstwahrscheinlich bald noch mehr Aufträge für dich. Ja, da hinten ist noch ein Auftrag. Hey, wenn wir schon mal hier sind und der Briefkasten um die Ecke ist, dann arbeiten wir hier auch einfach die paar Aufträge ab, die es hier gibt. Zum Beispiel das Ritual von Tudra Teshanu. Ich könnte jemand mit deinen Fähigkeiten brauchen. Was erzählst du mir? Meine Freundin Davanya ist zu ihren Tundra Teshanu aufgebrochen. Das klingt irgendwie, als hätte sie ihre Tage. Einem Initiationsritus der Iratia. Genau, hat irgendwas mit deinen Tagen zu tun. Bei dem sie 45 Tage die Tage hat. Und alleine im völligen Schweigen in der Wildnis überleben muss. Und sie hat ihre Tage. Die 45 Tage sind vorüber, aber sie ist noch nicht zurück. Vielleicht hat sie ihre Tage immer noch. Könntest du dich in dem Gebiet umsehen und herausfinden, was passiert ist? Sie ist verdammt zäh und hat ihre Tage. Aber ich habe das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert ist, abgesehen davon, dass sie schon ihre Tage hat. Das müssen wir genauer untersuchen. Okay. 100 Meter zu Fuß gehen. Komm schon. Das gehört irgendwie nicht zu dieser Mini-Mission. Aber jeder Gegner, den wir umbringen, der verwandelt sich in einen von diesen Viechern. Nein, halt! Ah. Stirb doch endlich! Ich meine... Dabei wollte ich doch nach der Eulen suchen. Hallo, Divergent. Oder Revenant. Autsch. Alter! What the fuck? Nicht nur, dass der mich da runtergeworfen hat. Alter, jetzt... Mädel, komm mal hoch.
Verstärkung hergebracht. Oh Gott, wollt ihr mich verarschen? Ich wollte mich doch eigentlich nur um die Olle kümmern. Alter. Alter, ja, leckt mich doch. Boah. Ja, hallo? Geht es noch? Ja. Fick die Henne, was ist denn hier los? Alter! Würde der Wichser da hinten mal aufhören? Kommt da auch so ein Bastard raus? Ja, war ja klar. Cyborg-Umwandlung, besiege das Netz. Hallo, ich hab sie doch alle besiegt. Wollen wir, was krieg ich jetzt dafür? Mir entkommst du nicht. Was? Da ist noch einer. Komm schon. Hoffentlich bist du der Letzte. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du gibst einfach nicht auf. Hey, schließe den Netz-Notfall-Cyborg-Umwandlung ab. 3 von 3, okay. Auch wieder irgendwas. Wir sollen jetzt die Olle aufspüren. Hier liegt ein Schuh oder so. Sehen wir uns das an. Blutbefleckter Rucksack, mhm. Wie ich schon sagte, 45 Tage mit den Tagen und alles ist blutig. Huch. Da liegen 2 Leichen im Wald. Gut. Beschädigtes Register. Das sollten wir uns näher ansehen. Okay, wo geht's jetzt hin? Ah, da unten. Nein, nein. Ich laufe um die Hellbugs rum. Ich bin noch nicht bekloppt. Ehrlich jetzt. Hui! Hihihihihihihi. Kurz mal einem Raider in die Fresse hauen. Alter, könntet ihr das mal lassen? Du und du. Schnauze. Auch du, Schnauze. Och nö. Schnauze, Schnauze. Da hinten, Schnauze. Auch wenn du noch gar nichts gesagt hast. Könnt ihr mein Schild mal bitte aufladen? Gut. Nee, nee, nee. Okay, soll ich diese Leiche, die da hängt, untersuchen? Könnt ihr die Frau da hängen? Hallo Raider, tschüss Raider. Ich bin echt sauer. Okay. Ups. Tja. Das hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich hätte gedacht, wir finden die irgendwo blutverschmiert in der Ecke liegen und sagen, meine Tage hat mich überrascht.
Sie waren ungemein stark, viel stärker als erwartet. Ich hatte nicht genügend Tampons und Einlagen dabei. Nein, die Raider haben sie gegrillt und wollten sie essen. Wollten sie essen? Ja, jetzt sind hier die Wolge. Die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Ehrlich, eben waren da die anderen, jetzt sind da plötzlich die Wolge. So, packen wir die Nebenmission rein. Mensch, gute Yo. Arbeit. Das macht mich sehr glücklich. Shit, ich habe gar nicht gesehen, was sie... ist er weg. Ich habe gar nicht gesehen, was sie gekriegt haben und... okay. So, gucken wir mal auf die Karte. Ah, da ist noch eine Nebenmission. Komisch, diese ganzen Nebenmissionen, die so rein zufällig auf dem Weg liegen. Ich kann auch nichts dagegen machen. Ja, hilft den Söldnern, die Wolke abzuwehren? Nö. Das glaube ich nicht. 49 irgendwas habe ich erhalten. Warum auch immer. Die Dinger bekommt man einfach so nebenbei. So im Sinne von plopp. Da hast du ein bisschen was. Schnauze. Ach nö. Verpiss dich. Die Krönung. Bereit, einem Sensor zu helfen? Das wäre sehr nett. Ich habe an einer neuen Treibstoffformel gearbeitet, aber die Raiders haben sie aus meiner Garage geraubt. Es war ein Kollateralschaden bei einem ihrer unengagierten Überfälle. Sie wissen also gar nicht, was sie da haben, aber ich muss sie wieder haben. Hol sie für mich zurück und ich gebe dir auch ein paar Skrips. Ich habe unser Ziel auf der Karte markiert. Gehen wir. Echt jetzt? Laufen hier einfach so ein paar von diesen Spacko-Viechern rum. Hepp. 180 Meter zu Fuß. Was? Ach so, das sah eben aus, als würde über die Karte... Ich zeig auf dem Monitor, ihr könnt das nicht sehen. Das sah eben aus, als würde über die Karte was wandern. Aber in Wirklichkeit war da nichts. Das war einfach nur da. Jetzt sieht es schon wieder so aus. Als würde da irgendeine Koordinate drüber wandern. Hier, da findet man zwar so einen Mod, aber der Mod ist voll sinnbefreit. Weil bringt nichts. So, nur 100 Meter. Gucken wir mal nach. Torx, ich meine, Unges Treibstoffformel. Mhm, Treibstoff. Ja, wir alle wissen, was das für ein Treibstoff ist. Treibstoff, der einen Sachen sehen lässt, die normalerweise nicht da sind. Schnauze. Schnauze. Ups. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Pling. Ah, da ist der Briefkasten. Was? 700 Meter? Alter. Gibt's da keinen Briefkasten hier in der Gegend? Ich guck mal, ob ich da auch... Ehrlich jetzt. Kann man das nicht an jedem Briefkasten abgeben? Ich fahre jetzt erstmal testweise dahin, wo ich eigentlich hin sollte. Vielleicht... Gibt's da ja... War ja klar. War ja klar. Sowas von klar war das. Meter zum Briefkasten? Nee, ich suche mir einen anderen Briefkasten. Oder muss ich das an diesem einen verfickten Briefkasten abgeben? Na, komm. Na. Ach, Alter.